Das spanische Kochstudio. Spanischer Spezialitäten. Ah, yeah. Afranke kocht Spanisch. Afranke kocht Spanisch. Erst einmal Servus im spanischen Kochstudio. Der Himmel, das Meer, alles in Blau. Der Pablo Bommel ist natürlich auch. Wir hauen rein wie folgt. Wir machen heute was Spezielles wie immer. Und zwar Cuevas de Sepia. Die habe ich das einmal frisch aus dem Alcampus besorgt. So schauen die aus. Cuevas de Sepia aus dem Alcampo. Die Übersetzung ist relativ schwierig. Das sind eigentlich keine Eier. Das ist das Fortpflanzungsmittel der weiblichen Sepia. Man könnte sagen, das sind Eierstöcke. Die machen wir jetzt à la plancha. Der Pablo Pommes, der war's halt, wie es geht. Weiter geht's im Text. Wir brauchen gehackte Petersilie, Knoblauch und natürlich, wie so immer, Olivenöl. Ein bisschen Salz brauchen wir auch noch. Das packen wir alles dann später zusammen in einen Mörser und zerstoßen das im Mörser. Also, wir nehmen die Petersilie, den Mörser, den sehen wir hier, habe ich so einen Holzmörser genommen. Den Knoblauch habe ich vorher schon wegen klein gehackt, wegen klar geschnitten. Also alles in einen Mörser, den Knoblauch, die Petersilie und dann gehen wir her und gießen erst einmal ein wenig mit Olivenöl auf. Zum Würzen nehmen wir ungefähr so einen halben Teelöffel Salz und dann, habe ich vorhin schon gesagt, nehmen wir das Olivenöl, füllen wir auf. Und dann geben wir Gas im Mörser und machen das alles ein wenig klein, machen ein wenig so einen Brei, haben wir eine richtig gute Würze, eine Würzsoße mit Petersilie, Knoblauch, Olivenöl, Salz, passt optimal zum Fisch. Leute, aufpassen, so geht es in Spanien. Da sind sie, unsere Cuevas de Sepia. So schauen die aus und so machen wir die auch gleich in der Pfanne mit Olivenöl. Ich zeige euch die mal hier im Originalbild, ein wenig vergrößert. Also wie gesagt, das sind, naja, Eierstöcke, keine Ahnung, wie man das übersetzen soll. Das Fortpflanzungsmittel der Sepia, der weiblichen. Wir geben Gas, Olivenöl in die Pfanne und dann packen wir unsere Cuevas de Sepia ins heiße Olivenöl einfach mal rein. Die eigentliche Zubereitung ist total einfach. Wir gehen her, auf der einen Seite braten wir sie an, 2, 3, 4 Minuten, bis sie ein wenig brauner Farb kriegen und dann einfach hergehen, umdrehen und auf der Seite auch nochmal 2, 3, 4 Minuten, naja, 2 Minuten ist ein wenig wenig, sagen wir mal 4 Minuten, braten wir sie an und dann, ja, dann sind wir auch schon fertig. Geben wir noch ein wenig ein Prisen Salz dazu, unsere Petersilie, Oliven, Knoblauchmischung von vorhin, die haben wir auch schon ein wenig salzen. Schauen wir mal, dass sie auf jeder Seite ein wenig braun sind. Naja, dann sind wir fertig. Dann packen wir die raus, packen wir die auf einen Teller und geben dann unsere Soße drüber, die wir gemacht haben. Also raus damit und schön auf einen Teller gelegt. Easy und relaxed, das sagt der Pablo Bommes. Wir haben ja vorhin eine Mischung gemacht mit Petersilie, Knoblauch, Salz, Olivenöl. Die packen wir jetzt ganz gemütlich über unsere Cuevas de Sepia rüber. Ja, das ist eigentlich schon alles. Serviert hier, so wie es ausschaut, mit Petersilie, Knoblauch, Olivenöl und ein wenig Salz auf dem Teller. Dazu passt ein wenig Weißbrot. Naja, klar, logisch. Dann können wir ein wenig die Soße, Knoblauch, Olivenöl ein wenig auftunken. Leute, das spanische Kochstudio Pablo Bommes sagt Servus. Wenn euch das Video gefallen hat, geht einfach her, drückt auf Abonnieren. Pablo Bommes, das spanische Kochstudio sagt Servus.